Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Wir haben in der letzten Folge hier die Weberei angefangen, haben 25 oder wie viel erinnere ich mich, 23 Bürgerliche mittlerweile. Machen relativ gut Kohle, stehen echt gut da. Ich habe in der letzten Folge relativ es wieder weit gebracht, im Gegensatz zu dem, was ich davor aufgenommen habe. Bedeutet, wir kommen, glaube ich, in der Folge sogar an den Punkt, wo ich nicht mehr weiß, wie wir weitermachen sollen oder wo ich noch keinen Plan habe, genau wie es abgeht. Deswegen würde ich sagen, springen wir direkt rein. Und wie auch bei der letzten Folge, bitte schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es mit Facecam findet, ob ich die umpositionieren soll, ob ihr gar keine Facecam haben wollt, ob ihr die Facecam behalten wollt und. Einfach damit ich weiß, wie euch das taugt. So, jetzt tun wir hier uns gleich nochmal das voll machen und denen ein neues Abbaugebiet geben, weil das muss ich ja erstens hier noch festlegen. Hier muss ich das auch festlegen. Und hier auch. Damit das alles wegradiert wird, muss das ja alles erstmal angemeldet werden zum Abbau. So schaut's aus. Wir stehen echt gut aktuell da mit den Bauten. Jetzt würde ich sagen, tun wir hier unten schnell drei Fischer hin. Das Waldschirm schon wieder. Mein Gott, ich habe den Wald schon wieder falsch platziert. So, noch eine Fischerhütte. Und noch eine Fischerhütte. Und dann tun wir die beiden abreißen, dann werden die automatisch nach da drüben verlegt. Wo arbeiten unsere Hiopais an Mitarbeitern eigentlich gerade? Au. Ja, die tun sich schön verbreiten, das ist gut. Ich tue den mal abreißen, weil der ist echt beschissen, wenn hier eh einer ist. Hier und hier ist einer, da kommt da hinten einer. Also warte mal. Brunnen, 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 Brunnen. Dann setze ich hier den nächsten hin. Einfach schauen, dass wir die Abdeckung relativ gut halten. Wir könnten eigentlich ein paar von unseren Arbeitslosen noch zu Baumeistern machen. Einfach damit wir immer genügend auf Lager haben an Baumeistern. Weil das schadet ja eh eigentlich nicht, dass wir Baumeister haben. Kleidung haben wir genug auf Lager, das ist immer schön zu hören. Und das Geld scheint auch grundsätzlich sehr gut zu fließen. Oh, das war wieder Shopping-Time, wie es scheint. Ja, die bauen hier ganz schön jetzt alle mittlerweile am Dorfplatz. Dass der so schnell wie möglich hier steht. Finde ich gut, dass sie sich darum so schnell kümmern. Ich wurde jetzt ein Zaun, oder? Ja. Was du? Ah, du baust den Unterstand fertig. Cool. Unser neuer Dorfplatz schaut auch cool aus dann. Also ich glaube, der wird was haben. Der wird seinen Little Style haben. Haben wir eigentlich schon Kühe? So Zeugs haben wir schon bekommen? Jo, haben wir. Milchbauernhof. Den setze ich jetzt hier hin. Und dann hätte ich noch gerne den Käse. Den setze ich... auch so in den Produktionsbereich hier so, da sind eh die Weber auch. Dann haben wir das auch wiederum. Und was wir jetzt auch bauen können, ist der hölzerne Burgfried. Den setzen wir auch hin, so an den Eingang hin. Mit dem schönen Turm oben drauf. So. Was ist die Eingangstür hier oder was? Scheint so. Ja. Oh nee. So, dann kommt hier die Tür hin. Dann hätte ich nicht hier noch gerne so ein paar Trainingspuppen.
Damit die auch immer fleißig trainieren können. Weil die müssen ja gut trainiert sein dafür, dass wir in den Krieg gehen können. Und uns dort halt dementsprechend auch noch Sachen leisten können. Ich finde, der passt da gut hin. So der Eingangswacher sozusagen. Da würde ich sagen, Baubeginn. Vor allem kostet das viel Bretter. Alter, bei mir ist der Sound schon wieder so laut. Rede mal wieder leise. Die Musik übertreibt gerade voll heiß. Wie schaut es mit dem Dorf aus? Ja, da wird gebaut. Das ist gut. Das ist gut, wie die hier bauen. Teilweise muss man ihnen halt ansagen, wie sie zu bauen haben. Aber das funktioniert ja schon. Hier können wir auch noch mal ein paar Leute einstellen. Der Dorfplatz scheint fertig zu sein, oder? Schaut auf jeden Fall sehr gut aus. Dann tun wir den hölzernen Bergfried hier schließen. Und gehe hier mal auf Punkt, ob wir da mittlerweile... Oh ja, schau ja. Taverne, Tavernenwand, Tavernensteinset, Vogtbüro und Herrenhaussteinset. Brauchen wir nur noch Jagdhütte und dafür brauchen wir das Königreich-Zeugs. Das, was wir jetzt ja mit dem Gebäude bauen, weil wir brauchen die Jagdhütte. Das haben wir ja letztes Mal gemerkt bei unserem großen Versagen, dass man das hier braucht, die Jagdhütte, weil man Wildschweine jagen muss für die Taverne. Die Taverne setzen wir dann am besten, glaube ich, hier hinten irgendwo mitten ins Dörfchen rein. Oder auch hier irgendwo dann hin. Aber bis jetzt ist es ein sehr triebiges Wuseln da unten. In unserem Dorf. Was ich schön finde. Ich jetzt eigentlich mit unseren... Ah, da baut schon jemand dran. Okay. Befördern. Schauen, dass wir so Level 3er und so Level 4er werden geupgradet. Dass wir auch nicht unbedingt immer zu viele upgraden. Und vor allem nicht in die nächste Stufe jetzt schon. Ich weiß nicht, was wir alles brauchen dafür. Hopfenfarm und Brauerei haben wir freigeschaltet. Weil letztes Mal haben wir ja extrem viel relativ schnell befördert. Und das hat uns gleich in den Ruin geführt, weil wir einfach nicht die Produktion halten konnten, die sie gebraucht haben. Und den Fehler gehe ich diesmal nicht noch einmal. Ach, schau mal, das ist halt die Sägewerke jetzt auch schon fertig. Ich will diesmal hier das Feld so ziehen. So. Müsste den ja auch eigentlich passen, oder? Fisch hätte... Da wurde... Die Audienz wird wieder gebeten. 20 Fisch... Oh, jetzt ist das mit dem Fisch der Problem. Nee, da können wir leider gerade nicht helfen. So gerne ich helfen würde. Die Hütten werden fertig gebaut, das ist super. Wo sind die aktuell am Werkeln? Also ich würde euch bitten, das hier auf hohe Priorität zu setzen aktuell. Genauso wie das hier, weil wir dann schon mal vorproduzieren können. Ah, die bauen hier gerade noch fleißig an den Sachen. Aber da geht dann wenigstens noch Holzflöten. Müssen wir auch wieder so positiv sehen. Jetzt sollten sich aber zwei wenigstens darum kümmern, oder? Scheint so. Das ist ein Holzfäller? Das ging da jetzt ab. Abgerissen und gegangen so. Jung, ja. Jetzt habe ich den Baum gefällt, jetzt gehe ich heim. Ah, das funktioniert super, die kriegen nie den Wald komplett weg. Das taugt mir. Zwei Passanten haben sich beschlossen anzuschließen. Das ist perfekt. So, jetzt werden die beiden Häuser hier abgerissen, löschen. Und eigentlich dadurch, dass die hier Fischer sind... Müssten die direkt hier rüber gehen, oder? Florenz? Der eine hat schon erkannt.
Komm schon. Wir haben zwei Fische im Dorf. Campfire Workplace, da ist einer frei, Jungs. Hier ist eine offene Arbeitsstelle, mein Freund. Ja, dann, wenn du es nicht sein willst, dann muss ich dich, glaube ich, degradieren und einen neuen einstellen, genauso wie ich hier einen neuen einstelle. Oder sind die zu eng gebaut? Nee, geht schon. Jetzt finden sie ihre Arbeitsstellen. Perfekt. Damit unser Fisch vielleicht mal wieder auch im Vorrat steigt, wäre das gar nicht doof. Wie schaut es hier aus? 90 Stockflager. Die immer noch weben? Ja, tut so. Au, oh, guck mal. Fertig? Nein, irgendwo fehlt noch ein Werkzeug. Ah, die werden gleich hier gerade gebracht, oder? Ja. Dann ist unser Kuhstall auch fertig. Wie genius ist das denn? Ist ja genial. Ah, schön. Ein Milcharbeiter. Günther arbeitslos 75 weiter entfinden. Jetzt züchten wir ein paar Kühe. So. Dann schaut es wenigstens auch schön beliebt aus. Und hier hätte ich auch gerne zwei Mitarbeiter. Oh, nur einen. Wir brauchen mehr Mitarbeiter mal wieder. Wir können ja einen vom Steinbruch eigentlich abführen, oder? Das brauchen wir da jetzt auch gerade nicht. Aber Milch wäre oder Käse wäre halt nützlich. Gut zu besitzen. Ja, zwei haben sie jetzt noch angeschlossen. Perfekt. Dann kommt jetzt hier Milch und Käse rein. Das läuft echt zu gut, um wahr zu sein. Oh, unser Konstrukt für den Turm steht auch schon mittlerweile. Ja, wie viele Bretter haben wir denn noch? Oh, Bretter wird eng, aber das die werden sich wieder hochproduzieren. Wir haben eh 200 Holz. Aber wie geil ist das denn? So viel Holz haben wir auf Lager. Das ist zu genial. Und die Kühe. Vielleicht ein paar Kühe entfernen. Das ist vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Für das Zeitalter. Die Schafe sind vor allem nur alle klein. Das ist so am meisten verwirrend. Die sind nie gewachsen. Das ist komisch. That's not really possible. Warum haben die Stempel schon wieder weggemacht? Wir brauchen nicht immer einen fliegenden Turm. Was haben sie denn jetzt alles schon? Okay. Also sie sind auf jeden Fall fleißig am Bauen. Und das Dorf will auch weiter wachsen, wie es ausschaut. Was ich aber cool finde, dass es so schön wächst. Es wächst echt zu schön, um wahr zu sein, wenn man es so wieder sieht. Es wird wieder Platz für Bauen. Aber eigentlich haben wir doch genügend Mitarbeiter, die sich darum kümmern können, oder? Wie schaut es eigentlich mit dem Fisch aus? Fisch, null. Uff. Ist ein Marktplatz das vergeben. Vier Fisch noch. Angeln meine Herren denn? Ja, tun wir. Fisch ist so eine Sache, habe ich das Gefühl irgendwie. Dann müssen wir vielleicht noch eine Fischhütte bauen. So. Einfach weil es echt zu eng wird. Eine Hopfenfarm. Und eine Brauerei. Ich weiß nicht, was das jetzt ist. Warum hat der so ein. Das ist auch wieder was Lautes, was nicht so gut in der Nähe von anderen ist. Ein Bötterich macht Fässer aus Eisen und Werkzeug. Aus Brettern, Eisen und Werkzeug. Okay. Und eine Hopfen. Eine Brauerei macht Bier aus Weizen und Hopfen. Nur dann müssen wir eh die Weizenproduktion auch nochmal ansteigern. Eisenschmelze braucht Kohle dafür. Das würde ich dann alles hier ein bisschen außerhalb machen.
Einfach um da ein bisschen sozusagen den Abstand auch wahren zu können. Der Markt wächst. Und eigentlich könnten wir jetzt hier eine Taverne auch noch anfangen hinzusetzen. Steinhalle, Steinerweiterung A. Rustikaler Hauptteil. Da müssen wir überlegen, wo wir den hinsetzen auch. Das schaut scheiße aus. Der PC. Du brauchst ja noch eine, so auch noch eine Küche. Das ist ja schon ein nettes kleines Gebäude. Die Terrasse. Schick. Zugang. Also kann ich den ganzen Garten aufbauen oder was? Heieiei, Stallungen. Kann also eine richtig schöne alte Taverne hier hinsetzen, ne? Ich lasse sie mal stehen, aber lass noch nicht den Bau beginnen. Weil ich erstmal den Rest fertig machen will. Und dann schauen wir, wie gut wir stehen. Und vor allem brauchen wir erstmal auch eine Jagdhütte. Und die kriegen wir hier eh hoffentlich sehr, sehr bald. Alle befördern und... Befördern, befördern. 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 Das reicht. Solange die Zahlen positiv bleiben, ist noch alles super. Aber wenn es halt nicht mehr passieren sollte, dann hätten wir halt ein Problem, ne? Das wäre jetzt nicht das, was wir haben wollen. Aber Leute, bevor der Burgfried jetzt fertig wird und wir anfangen, mit unserem Burgfried zu arbeiten, muss ich leider sagen, ist die Folge vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr schaut dann auch wieder vorbei. Wäre super, wäre cool. Schreibt mir unbedingt, wie gesagt, in die Kommentare, was ihr von der Facecam haltet. Und ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.